Gratulation. Bisschen erbärmlich, schon in der ersten Runde rauszufliegen, aber was soll's. Ist nur ein Spiel. Hauptsache, man hat sich amüsiert. Ja, ja. Mhm. Und wie ist die erste Runde gelaufen? Nicht übel. Du hast wohl auch gewonnen. Ich glaube, dass mein Gegner betrunken war. Seine Hand war nicht schlecht, aber... Vielleicht konnte er sich nicht konzentrieren. Hm. Wollen wir dieses Gespräch unter vier Augen weiterführen? Ich hätte einen Vorschlag. Treffen wir uns oben auf der Terrasse. Yo. Yo, hau raus. oben sind die Betten. Also ihr wisst, was ich meine. Sollen wir das machen? Ja, komm, gern. Ja, gut. So, trifft Sascha auf dem Balkon. Hohe Einsätze. Da, 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 da. Lol, oh, recht dunkel hier oben. Die Schwarzen, Redania. Und du bist eine Schlampe. Eine Bitch, zwei Bitch, drei Bitch, du bist die dritte. Ey, die muss doch erstmal hier nach oben gehen, ey. So, oder wir sprechen hier einfach nur über Sachen. Was sehr unwahrscheinlich ist. Alter, so, ich bin hier oben, ja, komm. Allein. Worüber wolltest du reden? Eine Wagenladung Geld, das ist der große Preis. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde ihn nicht gerne in den falschen Händen sehen. Und das Glück kann so unzuverlässig sein. Wirklich, jemand sollte das Geld einfach nehmen. Subtil natürlich, ohne die anderen zu stören. Was? Damit habe ich nicht gerechnet. Habe ich echt nicht gerechnet. Sie will es klauen. Das ist nicht der Vorschlag, mit dem ich gerechnet hätte. Du wirkst nicht wie eine... Diebin? Stimmt, das ist nicht mein Beruf. Darum könnte ich ja Hilfe gebrauchen. Alles klar, ich bin ein Dieb. Chillig, Alex ist ein Diebe. Warum sagst du mir das? Warum sagst du mir das? Ich bin eine Frau. Ich brauche das Geld. Und Geralt von Riva würde nie eine Frau in Not zurückweisen. Habe ich jedenfalls gehört. Von wem hast du das gehört? Fringilla Vigo. Sie hat mir von euren Abenteuern in Beauclair erzählt. Du bist offenbar zuverlässig. Solange die Sache gerecht ist, jedenfalls. Nehmen wir an, ich helfe dir. Dies scheint mir aber keine gerechte Sache zu sein. Nehmen wir an, ich helfe dir. Was passiert dann? Also gut. Nehmen wir an, ich helfe dir. Dann teile ich das Geld natürlich mit dir. Teilen? Was, wenn ich das Turnier gewinne? Dann werde ich einen anderen Vorschlag für dich haben. Wie lautet der Plan? Das sage ich dir zur rechten Zeit. Bleib fürs Erste einfach wachsam. Und wenn du verlierst, dann bleib trotzdem bis zum Turnierende. Es lohnt sich, du wirst sehen. Klingt reichlich mysteriös, aber gut. Wunderbar, das wäre geklärt. Lass uns zu den anderen zurückgehen. So, wir müssen das Turnier gewinnen. dann gibt es einen anderen Preis. Und ihr wisst bestimmt, was der Preis ist. Sie bietet sich selber an. So, auf jeden Fall, kehrt zum Gemeinschaftsraum zurück. Oder, nein, oder die tötet mich. Das könnte auch sein. So, ich bin wieder zurück. Meine Leute. Zeit für Runde 2. Eure Aufmerksamkeit, bitte. Madame Sascha. Und Gilbert von Riva. Alles klar. Phineas und Harald Federnest. Wir wünschen ein angenehmes Turnier. Möge das Glück euch hold sein. Oh mein Gott, jetzt muss ich gegen sie spielen. So, wisst ihr, was wir machen? Wir speichern jetzt das Spiel. Oh doch, doch, das Spiel kann man speichern. Habe ich mich schon gewundert. So, freier Speicherplatz, wir speichern mal auf einen neuen Speicherplatz. Sicherheitshalber. Ja, nein, so. Sascha, wo gehst du hin? Sascha, wo ist... Ah, die gehen nach oben. Was? Sollen wir jetzt da oben spielen? Nein, danke. Nicht jetzt. Später vielleicht. So, hallo. Einfache Siege machen mir keinen Spaß. Ich wäre sehr verärgert, wenn du mich gewinnen ließest. Das habe ich nicht vor. Bin ja neugierig auf den anderen Vorschlag.
Oh ja. Okay, so. Los geht's. Also wir haben auf jeden Fall gespeichert. Das heißt, wenn wir jetzt verlieren, können wir neu starten. Gegner beginnt. Gegner beginnt. Mag ich nicht. Wieder Kaiserreich Nilfgaard. Okay. So, wir können wechseln. Kleine Geld raus. Ja, nur zwei spezielle Karten. Oh, wir haben sowas von Unglück. Dichter Nebel, gutes Wetter, Alter. Wir haben alle Karten, um den Feind zu zerstören. Aber halt keine guten Karten selber. So, wir legen den raus. Ja, da haben wir noch eine gute Karte abkassiert. So. Dein Gegner ist am Zug. Yo, leg deine Sie, Alter. Nee, sag nicht, du hast eine kleine Kälte, du dummer Hurensohn. Du dummer Hurensohn. Der dumme Hurensohn. Ich bin mir sicher, er hat eine kleine Kälte oder so. Oder er passt gleich diese Runde hier. Das kann es natürlich auch sein. Ja, der zieht die ganze Zeit Karten. Hm. Wir sollten uns diese Karte hier auch snacken, diese vordere. Und in der ersten Runde alles auf Nahkampf setzen. Und in der nächsten Runde ihn einfach mit einer kleinen Kälte umbringen. Weil ein paar Karten schaden mir nicht. Wir snacken mal die Karte hier. Die können wir später aktivieren. Yo, hau einfach raus. Hau einfach raus, du Hurensohn. Der Wichser. So. Das Game ist noch nicht vorbei, Digga. Eigentlich war es doof, den rauszuziehen. Hm. Weil wir haben noch einen Kommandantenhorn und so. Aber wir bräuchten mehr Karten in der nächsten Runde und so. So. Ich hoffe doch, er hat nichts, um die erste Reihe zu töten. Oder sie hat nichts. Ja. Yo, hat hier meine 7er Karte gefickt. Ja, wir können jetzt Kommandantenhorn aktivieren. Dann werden wir stärker. Am Ende des Tages immer noch. Der Hurensohn. Der dumme Hurensohn. Puh. Wir könnten hier so Runde aufgeben. Obwohl, nein, das ist echt scheiße. Hm. Nein, die können wir gar nicht wiederbeleben mit Jennifer. Alter, nein, wir haben solche Wetter. Ah, wir mussten gutes Wetter rauslegen. Das war scheiße. Ach Mann, ich habe scheiße gebaut. Ja, ich denke, diese Runde haben wir verloren. Wir haben übelst beschissene Karten auf der Hand gehabt. Komm, hau noch mehr Karten raus, du dumme Schlampe. Ja, was hast du noch? So schnell gebe ich nicht auf, ja? Geh dicksacken. Wie es für dich gehört. So, sie hat die Karte rausgezogen. Das heißt, sie beendet jetzt ihren Zug. Passen. Wir können auch nicht mehr Karten rauslegen. Passt, du Hurensohn. Passt, du Schlampe. Super, perfekt. Du Hurentochter. So sagt man es, ja. So, Rundenbeginn. Also, du bist am Zug. Wir hauen jetzt alles raus. Ne, wir hauen erstmal den Typen raus, damit wir Karten haben. Nein, ziehen wir auch so ein Bullshit. Alter. Yo, hau das raus. Hau das raus. Ja, come on. So, wir legen jetzt, also die Vorderreihe müssen wir eh schwächen, das heißt, das kommt eh in die Bogenschützenreihe. So, wir haben zum Glück ganz viele Todeskarten, sozusagen. So, was haben wir denn hier für Karten? Wir können die Triss wiederbeleben. Nein, wir können die nicht wiederbeleben, die Triss können wir nicht wiederbeleben, nee. Wir können den Typen wiederbeleben. Schillert Fritz Osterlein. Ach, ich denke, den beleben wir wieder. Weil wir sie eh mit kleiner Kälte umbringen werden. Perfekt. Weil da kriegen wir noch mehr Karten. Wir brauchen jetzt unbedingt Karten. Unbedingt. So, gib mir Karten. Ja, da haben wir eine gute rausgezogen. Super, 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 super. Was hat es gebracht? Ach, was hat eine Katapult einfach so aus dem Nichts gezogen? Was hat es ihm gebracht? 10 Karten vom Ablegestapel deines Gegners. Was? Der Hurensohn. Der hat bei mir einfach eine Karte gestealt. Sag nicht, er hat eine super Karte gezogen. Alter, wenn er so eine spezielle Karte gezogen hat, das wäre so Hurensohn. Das geht aber, denke ich, auch gar nicht. Schade, wir haben den hier bekommen.
Weil der ist im Nahkampf, der wird jetzt sterben, wegen der kleinen Kälte. Okay, ja gut. Gut, dass wir gewartet haben, die Stärke aktiviert haben. Weil er hatte gutes Wetter. Wir aktivieren jetzt unser gutes Wetter auch. Um noch ein bisschen Zeit zu schinden. Wir müssen jetzt Zeit schinden. Um zu gucken, ob er noch vielleicht ein gutes Wetter hat. Weil wer weiß. Yo, hau einfach raus. Hau einfach raus. Na, na, na. So, wir legen erstmal das hier. Um zu gucken, ob er gutes Wetter hat, weil das ist die einzige Reihe, die am schwächsten ist. Oh shit, der hat 10er Karte. Huh, das wird knapp. Ich weiß nicht, ob wir es packen werden. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. So, jetzt nehmen wir diese Karte hier hin. Bitte, er hat kein gutes Wetter mehr. Bitte, er hat kein gutes Wetter mehr. Bitte, er hat nur ein gutes Wetter. Bitte. Spiel, enttäuscht mich nicht. Alter, der hat ja noch Yennefer. Alter, komm, hau raus. Jo, er hat keine Karte wiederbelebt. Ist er doof? So. Nein! Nein! Wir haben verloren. Nein. Ich hab's echt nicht erwartet. Nein. Das ist nicht real. Nein. Ich hab keine Karten. Ja, das ist so Huren. So mit dir, falls die nun... Ach, Mann. Die gewinnen unentschieden. Immer. Mann. Ich mag Männer, die verlieren können. Du erinnerst dich an unsere Abmachung nicht und bleibst bis zum Turnierende? Ich lade jetzt das Spiel. Ich hab keinen Bock auf eine Niederlage. Ich hab zu helfen versprochen, nicht? Alter, nee, wir müssen gewinnen. Shit. Meinen Glückwunsch. Ein superbes Spiel. Hast du mit dem Sieg gerechnet, Madame? Ja, ich hatte ein gutes Gefühl beim Turnier. Diebstahl! Das Geld ist weg! Die Wache wurde erstochen! Was? Wie ist das möglich? Niemand hat das Geld von hier entfernt. Wer ging, wurde durchsucht. Wir müssen das Gebäude durchkämmen. Jeder, der aufbricht, muss sich durchsuchen lassen. Bevor du fragst, ich war's nicht. Dachte ich mir. Du hast mir deine Hilfe zugesagt. Lass uns gemeinsam versuchen, das Geld zu finden. Was? Ich möchte lieber nichts damit zu tun haben, danke. Ist gut. So, wir werden jetzt das Spiel eh laden. Einverstanden. Wo fangen wir an? Wir müssen nach oben. Warte. Sie hat das Geld schon, denke ich. Hör mal, dieser Hexer ist ein guter Freund von Hauptmann Hansen. Er könnte den Schauplatz des Verbrechens untersuchen. Es wäre gar nicht teuer. Gegen Bezahlung, aber... Er holt es sich natürlich vom Hauptmann persönlich ab. Was macht eigentlich die Wunde von neulich? Schon verheilt? Tja, soweit ich weiß, schon. Famos. Wir gehen sofort nach oben. Ne, Alter, ich sehe das nicht ein. Ich sehe das nicht ein. Wir müssen das gewinnen. Wir müssen das gewinnen. Ich sehe das einfach nicht ein. Es tut mir leid. Ich will gewinnen. Es ist nicht so, dass ich ein schlechter Verlierer bin. Aber einfach, wenn man die Möglichkeit dazu hat, dann muss man die auch ausnutzen. So, und dann, das machen wir. So, Spieladen. Und dann werden wir jetzt das gewinnen. Weil ich möchte sehen, was passiert, wenn wir gewinnen. Das heißt, hier haben wir gesehen, wenn man verliert, dann wird das Geld geklaut. Anscheinend nicht von der. Aber wir laden trotzdem, um zu sehen, was ist, wenn wir gewinnen. Ich will mal auch gegen den letzten spielen, gegen den Boss sozusagen. Das wäre sehr interessant. Ach ja, diese Ladezeiten, diese Ladezeiten, na 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 na. Immer das gleiche. Kommt vielleicht irgendwann mal ein neues Video? In dem Ladescreen? So, wo ist die Schlampe? Da. So, wir können direkt mit dir reden. Wir machen mir keinen Spaß. Ich wäre sehr verärgert, wenn du mich gewinnen ließest. Das habe ich nicht vor. Bin ja neugierig auf den anderen Vorschlag. So, okay. Ja, ich bin echt neugierig auf einen anderen Vorschlag. Das heißt, wir werden jetzt gewinnen. Gegner beginnt. Jetzt haben wir noch bessere Karten. Kleine Kälte raus. Dürfen wir auf gar keinen Fall haben. Alter, solche beschissenen Karten. Direkt aus der Mülltonne rausgezogen.
sozusagen. Gutes Wetter brauchen wir nicht gar nicht. Ich finde, gutes Wetter. Ne, komm raus damit. Alter, nein, wir haben solche beschissenen Karten. Oh, scheiße. Ja, gut. Gut, die Karte ist gut für uns. Dann haben wir zumindest eine gute... Ah, wir können die Karte noch wiederbeleben damit. Alter, das ist so nice. Aber wir haben nur eine kleine Kälte. Vielleicht verlieren wir extra die erste Runde. Um uns zwei Karten zu ziehen. Weil wir ziehen jetzt die Karten mit der Finte raus und passen direkt. Das wäre auch eine Option, weil wir haben echt beschissene Karten. Mit denen kann man nicht gewinnen. Wir snacken uns die Karte. Ja, natürlich hat er noch die zweite. Aber wir legen jetzt diese Karte beim Feind hin und werden verlieren. Passen. Obwohl, das war scheiße, was wir gemacht haben. Yo, immer noch beschissene Karten, Alter. Wir haben sowas von verloren. Das ist nicht real. Wir haben verloren. Wir legen jetzt noch nur so eine Fünferkarte hier hin. So eine billige Karte. Ach, warte, wenn wir passen, haben wir noch diese Frau da. Wir legen jetzt eine Karte, damit er noch eine Karte auch rauslegen muss. Und dann werden wir einfach passen und verlieren. Weil es lohnt sich, diese Runde hier gar nicht anzubestreiten, denke ich. Weil er hat so eine 7er Karte bei sich. Und ich weiß nicht, ob es sich wirklich lohnt. Ich weiß es echt nicht. Sollen wir passen, sollen wir nicht passen? Ich denke, lass mal passen. Dann werden wir mit dieser Karte diese Karte hier wiederbeleben. Wir passen. Wir brauchen besondere Karten. Ohne denen läuft gar nichts. Rundenbeginn, komm. Der Gegner ist am Zug. Komm, wir brauchen besondere Karten. Yo, hau Geralt raus. Ja, die Bitch geht jetzt all in. So. Gib mir gute Karten. Alter. Komm, gib mir noch mehr Shit, Alter. Ich hab so viel Unglück hatte ich noch nie. Alter, ich hoffe doch, der Gegner hat keine kleine Kälte. Können wir jetzt alle Nahkampfkarten hier jetzt rausbumsen. Und dann verstärken. So, ja. Danke für die Karte. Es hat noch mehr Karten gezogen. Das war beschissen. Ja, aus meiner Hand die Karte wurde gezogen. So, der Gegner... Oh, er hat gepasst. Okay. Da haben wir noch eine Chance vielleicht zu gewinnen. Wir haben noch keinen Kommandanten in Horn aktiviert. Das ist gut. Ja, passen. Okay, der Gegner lässt uns eine Chance vielleicht oder so. Alter, der hat aber 12 Karten. Mann, wieso haben wir so einen Shit auf der Hand? Alter, der hat bestimmt noch mindestens 3 besondere Karten. Ja, wir müssen jetzt in den Nahkampf gehen und versuchen mit Kommandantenhorn hier rauszuziehen. Hau einfach raus. Yo, da zieht er noch mehr. Ja, komm. Alter, was ziehst du Karten, Junge? Was bringt... Du hast eh schon gewonnen. Oder... Ja, also die Bitch hat schon gewonnen, ja. Ja, komm. Hau noch mehr Karten raus. Ja, come on. Gib's mir. Ja, ich mag so. So, ganz hart, ja. Ihr wisst schon Bescheid. So mag ich's, ja, so. Jetzt sehen wir die Karte hin. Oh shit, Alter. Oh mein Gott, wir sind so was von Marsch. Alter, ich denke, wir müssen vor der Reihe verstärken, weil sonst haben wir keine Chancen. So, wir legen einfach mal das hier. Dann müssen wir ein bisschen Zeit schinden. Und zu gucken, ob er gutes Wetter hat oder so. Oder kleine Kälte, keine Ahnung. Alter, hau einfach raus, komm. Hau einfach deine ganzen Karten raus und fick mich. Ich mag es so hart, wie du es mir besorgst. Das ist unsere einzige Chance. Wir müssen hoffen, dass er keine klärende Kälte hat. Unsere einzige Chance. Ja, was hat es dir gebracht, die Karte rauszuziehen, Alter? Die musst du eh legen. Das ist eh die letzte Runde, ey. Wir müssen jetzt einfach alles hier rauslegen. Und dann Kommandantenhorn aktivieren. Und dann hoffen, dass wir es schaffen. Alter, wie viele Bogen, Hurensöhne, hast du noch?
Junge, 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 Junge. So, dein Gegner ist im Zug. Yo, da hat noch diese Brigade, Alter. Ja, leck mich doch am Arsch. So, fick dich. Jetzt müssen wir hoffen, dass wir es schaffen. Mit so einer billigen Hand. Nein! Alter, der Hurensohn. Wir haben verloren. Nee. Das bringt uns alles nichts. 14 Punkte kann man mit 2 Karten abkassieren. Und er hat bestimmt noch mindestens 2 besondere Karten. Das ist ein Hurensohn. Ja, komm. Oder sie ist ein Hurensohn. So, deine Gegner ist im Zug. Alter, wie viele Karten hat er noch? Junge! Leck mich am Arsch! Wir laden jetzt wieder. Gratulation. Ich mag Männer, die verlieren können. Ich mag nicht solche Bitches wie dich. An unsere Abmachung nicht? Ja. Bis zum Turnierende? Ja, so, tut mir leid, ich hab's mir anders überlegt, so. Nein, ich hab's mir überlegt. Wirklich schade. So, Gina Skelly. Quest gescheitert, Hurensohn. Was für Quest gescheitert? Nein, Spiel laden, meinte ich. Nix Quest gescheitert, Alter, leck mich am Arsch. So, alle guten Dinge sind 3. Wir zocken hier schon die ganze Aufnahme. Karten. Alle guten Dinge sind 3. Ich habe dafür 1000 Kohle hingeblättert. Mein Gott. Teuer. Ja, Alter, Mann, überspringen geht nicht. Wieso? Auf jeden Fall. Alle guten Dinge sind 3. Nach dem dritten Mal, da habe ich echt keinen Bock mehr. Dann machen wir einfach weiter. Komm, aber wir müssen jetzt das gewinnen. Wo ist die Bitch? Du gehst nirgendwo hin. Einfache Siege machen mir keinen Spaß. Ich wäre sehr verärgert, wenn du mich gewinnen ließest. Das habe ich nicht vor. Bin ja neugierig auf den anderen Vorschlag. Definitiv. So. Das müssen wir schaffen. Das müssen wir schaffen. Spiel starten. So, Gegner beginnt, wie immer. Okay. Oh ja, jetzt haben wir ein paar gute Karten. Ja, aber letztes Mal hatten wir einfach nur den ranzigsten Shit auf der Hand, den es nur gibt. So, die Karte legen wir rauf. Yo! Hau raus. Wir ficken dich. Junge, wir haben nur besondere Karten. Den Zwergen könnten wir theoretischerweise rauslegen oder wir legen mal gutes Wetter raus, weil, na, das bringt echt nichts. Eine Wiederbelebungskarte, nicht schlecht. So, Gegner, jetzt wirst du hier dick sacken, ja? Ja, eine Reihe, die nichts hat. Wir verstärken. Kann man doppelt verstärken. Kommandantenhorn von dem Kommandantenhorn. Also, zweimal Kommandantenhorn, versteht schon. So, Nahkampf. Okay, perfekt. Dein Gegner ist am Zug. Yo, hau einfach die Superkarte raus. Hau die einfach raus, du Hurensohn. Du Hurensohn. Oh mein Gott, so, wir sind voll im Arsch. Wir könnten die 2 Karten hier rauslegen. Schade, dass wir nicht hinfahren. Statt Triss, weil Triss ist voll scheiße. Die kann nix. Ja. So, zack. Wir hauen einfach Karten raus. Oh yeah, wir legen gleich dich den Nebel. So, wir legen jetzt die Triss Marigold. Der Helm, ich kann auf mich aufpassen, glaub mir. Ja, du kannst auf dich nicht aufpassen. Das glaube ich dir schon. Nein, das glaube ich dir eher mehr. Ich denke, lass mir die Triss rauslegen. Oder wir verschwächen einfach seine Reihe. Tada! Zack. Und wir sind immer noch im Vorteil. Vorteil. So, er verstärkt die obere Reihe. Das ist natürlich beschissen für uns. So, der hat diesmal, also die hat diesmal keine Karten, mit denen sie Karten ziehen kann. Das ist perfekt für uns. Hau raus. Hau einfach raus. Ja. Shit. Ah, ich habe eine Idee. Wir könnten den hier hinlegen und dann hätten wir ihn, ja, das ist super. Boom! Nein, werde ich gebankt. Yo, hau die Karte raus, Alter, wie doof kann man nur sein. Ich will diese Runde hier gewinnen, das heißt, wir legen jetzt, ja, alles Bogenschützen, alles sind gleich.
Ich weiß nicht, wie diese Ethne ist. Die Dryadenkönigin, oh, Dryadenkönigin, Augen aus flüssigem Silber, ein Herz aus kaltem Stahl. Alles klar. Komisch. So, perfekt. Der Gegner ist im Zug. Gefickt. Okay. Perfekt. Wir passen. Hallo. Passen. Perfekt. Das Game läuft, wie ich es will. So, die, na, alle guten Dinge sind drei. Wir hauen jetzt einfach hier, wir gehen jetzt all in. Jo, der belebt Zähne wieder, bin ich mir sicher. Ja, das war klar. Der muss das machen. Scheiße, jetzt können wir aber seine Reihen nicht mehr schwächen. So. Ich hoffe, er kann nichts. Oh mein Gott, jetzt holt er noch eine 10er Karte raus. Fuck. Wir können immer noch verlieren. Nein, noch mehr Bogenschützen. Es wird knapp, es wird echt knapp. Alter, sag nicht, wir verlieren immer noch. Ja, wir haben nur einen Nahkampf. Na, das sind 5 stark. Nein, so, du hast keine gute Karte mehr. Nein! Nein! Nein, 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 der hat eine gute Karte gezogen. Weil vom Ablegestapel, och nein. Wir haben verloren. Wir haben verloren. Nein, das sehe ich nicht ein. Das sehe ich nicht ein. Es tut mir leid. Ich muss einfach nochmal laden. Ich muss das Spiel einfach nochmal laden. Es tut mir es an. Nein, es ist ein Unentschieden. Fuck. Nein, er gewinnt wieder. Nein. Ich sehe das einfach nicht ein. Ich sehe das nicht. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es sah so gut aus. Ich kann es einfach nicht. Ich kann es einfach nicht. Ich muss das einfach hier gewinnen. Ich muss es. Ich kann es einfach nicht. Es war so knapp. Das dritte Mal so knapp. Und trotzdem nein. Das geht nicht. So, viertes Mal. So, viertes Mal ist echt das letzte.